Ei Gude und herzlich willkommen zu Mischkas Weihnachtsgrußvideo 2019. Ja, so am Ende des Jahres schaut man immer noch mal so ein bisschen aufs Jahr zurück, obwohl der eigentliche Jahresrückblick kommt noch mal an Silvester. Aber auf jeden Fall hier erstmal ein großes, großes Dankeschön an dich, liebe Rollenspielfreund, liebe Nordpolerin, lieber Freund, lieber Zuschauer, liebe Kommentatorin, lieber Diskussionspartner, liebe Aufmuntererin. Und die Liste könnte man so lange weiterführen. Es war ein super schönes Jahr, sehr, sehr bewegt und hat super viel Spaß gemacht. Einfach ganz viele tolle, extreme Momente. Und geht einem so am Weihnachtsabend so ein bisschen durch den Kopf, wenn diese berühmte besinnliche Zeit auf einen zukommt. Und der Weihnachtsabend ist jetzt größtenteils vorbei. Es wurde lecker gefuttert, es wurden Geschenke ausgepackt. Unter anderem auch ein Geschenk von meinem Nerdpol-Wichtel, wofür ich einfach nur vielen, vielen, vielen Dank sagen kann. Ich habe das Geschenk dann aufgemacht und während ich noch die Grußkarte am Lesen war, hat meine Frau schon in dem Paket rumgewühlt und hat da irgendwas rausgenommen und ist dann um den Baum herum getanzt vor Freude. Ich so, was ist denn los? Ja, da sind Päckchen mit Samen für den Garten drin. So toll, so toll. Also, abgesehen davon war noch selbstgemachte Marmeladekekse drin und etwas, wo ich mir schon eine Zeit lang überlegt habe, ob ich es mir nicht zulegen will, denn es war noch ein tolles Buch mit dabei. 111 Gründe, Rollenspiel zu lieben. Vielen, vielen Dank, Weihnachtswichtel. Ich weiß jetzt, was ich um die Weihnachtszeit mache, wenn ich nicht irgendwas fürs Rollenspiel vorbereite oder so. Habe ich was zu lesen. Super, super geil. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und wenn man von der Community schon so tolle Geschenke bekommt, habe ich mir gedacht, mache ich doch auch einfach mal ein Geschenk für die Community. Und zwar nicht nur für den, der mein Wichtel geschenkt bekommen hat, was ich übrigens hoffe, dass es gut angekommen ist und Spaß gemacht hat, sondern etwas, was alle nutzen können. Also gut, alle ist jetzt relativ, um genau zu sein, für diejenigen von euch, die Warhammer 40.000 mögen. Da hatte ich bis jetzt das Problem, dass es in den einzelnen Regelwerken und nochmal in Zusatzregelwerken oder in den Kodexbüchern oder den Grundregelbüchern der einzelnen Editionen vom Tabletop unterschiedliche Karten gab, zumal von Sektoren, manchmal von der Galaxie, die ich aber nicht einfach so übereinander legen konnte. Ich wusste, wo die Sektoren waren und so weiter und so fort. Jetzt habe ich mich mal hingesetzt und habe das mal alles zusammengepuzzelt. Und das Ergebnis sieht jetzt in klein wie folgt aus. Das lade ich auf den Google Drive hoch. Den Link stelle ich unten drunter in die Kommentarbeschreibung und dann könnt ihr die Karte für euer Rollenspiel nutzen. Oder wenn ihr Ideen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge habt für die Karte, könnt ihr mir die natürlich auch sehr, sehr gerne schicken. Da freue ich mich drüber. Das ist auf jeden Fall ein sogenanntes lebendes Dokument. Das ist noch lange, lange nicht fertig. Da fehlen noch Sektoren. Also jetzt für die mit dem geübten Auge, die sehen jetzt oben links, da ist schon die Kronusweite und der Kalixis-Sektor drin. Unten rechts sieht man die Jericho-Weite, die Tyranniden-Hive-Fleets sind eingezeichnet und die großen bekannten Planeten, die im Lexikanum drin sind, sind halt drauf mit Planetensymbol und ob es eine Night World ist, ob es eine Watchfestung ist und ob da Space Marines mit einem bekannten Ordenszeichen drauf sind und so weiter und so fort. Aber Elder Weltenschiffe sind noch keine drin und so weiter. Der Sektor von Only War fehlt noch. Also ich werde da die nächste Zeit noch dran arbeiten. Das heißt, da könnt ihr ab und zu immer mal wieder einen Blick auf das Google Drive werfen, ob es ein Update für die Karte gibt. Und natürlich freue ich mich riesig über Feedback von euch, das ich natürlich auch einbauen werde. Ganz klar, ganz klar. Zu Hinweis, es ist jetzt noch nicht 8. Edition konform vom Tabletop. Also der Great Rift ist noch nicht drin, der die Galaxie teilt. Und da überlege ich mir auch, ob ich den noch einbaue, ich guck mal, muss ich mir noch überlegen, weiß ich nicht so genau. Gut, aber genug schwadroniert. Bleibt mir noch zu sagen, habt Spaß, eine glückliche Zeit im
Kreis eurer Lieben, der Familie, den Rollenspielfreunden oder mit wem auch immer ihr jetzt die Weihnachtstage verbringt. Ich hoffe, die Zeit entschleunigt euch so von der doch sehr schnelllebigen Zeit, in der wir jetzt leben. Man hat Zeit, nochmal zur Ruhe zu kommen und einfach das Jahr ausklingen zu lassen und das Leben zu genießen, weil das ist einfach wichtig. Ansonsten, wünsche ich dir eine schöne Zeit und wir sehen uns vielleicht irgendwann demnächst in einem Rollenspiel-Stream als Zuschauer, als Mitspieler, als Kommentator, als was auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Habt eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.